Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Miss Survival. In der letzten Folge haben wir keine Ahnung was gemacht. Doch, unser neues Auto gebaut. Genau. Munition. Colt. Das war... War das die? Ich hoffe es. Ja. Ich bereite mich jetzt vor, denn ich will hinterm Haus meine... hinterm Haus da hinten die... Wo geht's lang? Da lang? Nee. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich wollte was machen. Genau. Ich wollte heute mit euch zusammen eine der Dings... Meine Güte, jetzt... der Banditenlager ausheben. Und hier liegen schon wieder welche, egal. So. Müssen wir uns natürlich erstmal hinbegeben. So. Da gucken wir doch einfach mal. Ich müsste mal das Gras wieder einschalten. Waren wir bei denen schon? Nein. So, der erste ist down. Hilfe! Die rennen ja wieder zurück. Die sind ja doof. Scheiße, welche Taste waren das, wo ich das sehe hier? Das Hunger und sowas. Bloß noch Hälfte leben. Alter, eine ist auf jeden Fall down. Der ist auch down. Jetzt ist nur noch einer. Wo versteckt sich der Honk? Na, wo bist du? Zeig dich, komm. Ey, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du im Haus bist, oder? Komm raus! Da hinten ist er. Und da war er down. Yay! Holen wir mal ganz schön unser Auto. Wie siehst du von der Uhrzeit her aus? 10.32 Uhr, passt. Jetzt muss ich aber ganz kurz ins Auto gucken. Brecheisen, haben wir da vorsichtshalber eins dabei? Ja. Halt. Motor aus. Aussteigen. So, da gehen wir mal ins Looten. Oh, der hat Granaten. Der hat eine Möhre. Wo war der? Hier war der dritte. Der hat ohne Möhre. Toll. So, hier gibt es nichts zu looten. Hier haben wir noch ein Messer. Hier haben wir eine Säge.
Okay, die nehmen wir gerne mit. Komponenten. Hier haben wir ein Brett. Die haben sich hier gut aufgebaut. Das muss man denen lassen. Oh, das nehme ich auch dankend an. Apropos, ich laufe hier einfach rum. Aber, oh, da ist ein Rucksack. Aber hier scheint keiner mehr drin zu sein. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal ins Haus. Ach ja, als erstes den Rucksack natürlich. Wie sieht's? Oh, nur noch ein Slot, der uns fehlt. Sehr nice. Tür einmal zumachen. Das nehmen wir auch dankend an. Hallo? Ah, ich brauche das Brecheisen. Das haben wir hier. Da können wir gleich mal hier ein bisschen was ausladen. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch erst mal nicht. So. So, Tür einmal zu, damit nichts von draußen kommt. Und öffnen. Holy! Geil! Geil! Also, jetzt geht's endlich mal los mit den Waffen. So, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts. Und nochmal aufbrechen. Oh. Nehme ich dankend an. Metallschrott auch. Das. Oh, Medikamente. Da oben ist nichts mehr. Was ist hier drin? Munition nehmen wir natürlich auch dankend an. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden. Ganz einfach. So, aber das war es wohl anscheinend auch schon. Ah, die haben es hier echt gemütlich. Kann man das hier ein bisschen zerschrotten, ne? Nee. Aber die kann man zerschrotten. Cool. Hehehe. Schau, ich dachte, das Haus kann man auch zerschrotten. Das wäre nice gewesen. Holz nehmen wir auch immer mit. No, alles kein Problem hier. So. Hehehe. Scheiß Bandit. Ah, hier dürfte es nur Holz geben. Das testen wir einfach mal. Ja. So eine ganz komischen Bretter gibt's hier. Das geht nicht. Alles klar? Geil! Die habe ich überhaupt nie gesehen. Läuft! Können wir hier nicht noch ein bisschen was auseinandernehmen? Das Auto, das weiß ich. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. So. Macht sich doch viel besser.
Ich hoffe, die Axt hält das noch aus. Komm und... Sehr schön. Nee. Den nehmen wir auch noch auseinander. Einfach, wenn wir es können. Und wir in der Folge noch ein bisschen was machen. Oh. Okay, das war's dann wohl mit auseinandernehmen. Hab ich hier noch eine Axt drin? Ja. Geh kaputt. Geh kaputt. Los, ich brauche Eisen. Ich brauche Metallschrott. Sehr schön. Ich muss auch noch Nägel herstellen. Stimmt. Können wir noch mehr auseinandernehmen? Kommt man hier aufs Dach hoch? Das sieht mir so aus, als ob das noch ein zweites Ding hat. Genau. Okay. Wir haben einen schönen Wassertank hier. Aber eine Treppe gab oder Leiter gab es hier drinnen nicht, dass man da hochkommt, oder? Bin ich jetzt einfach nur blind? Nö. Lol, was ist denn das für ein Kabuff, ey? Ja. Krieg ich mal das hier kaputt? Nee. So. Wir können eigentlich so wie wir sind losfahren. Und zwar nach Hause. Oh, ich fahre gar nicht richtig. Komm, lenk zur Seite. Ja, na, das hat sich doch mal gelohnt, meine Lieben. Ja, was auch immer ich hier gerade mache. Das kommt wieder hier rein. Schmelzen. Genau. Ach, komm schon. Das hier war noch nicht fertig. Das braucht 4 Gears. Kupfer, Eisen und Holz. Hammer und Säge. Egal. Hier kommen Erze rein. Hier kommt... Ja. Werkzeug rein. Also die Axt können wir wieder draußen hinpacken. Da holen wir Ditte raus und dann machen wir das Seelchen rein. So. Munition. Da. 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 Die Dorte. Die Dorte hin. Oh, die haben wir ja schon. Okay. Ich dachte, die hätten wir nur einmal. Aber wir haben hier was Neues. Rüstung. Hier kommen Medis rein. Apropos, weil ich das gerade sehe.
Dried 90%. Das braucht noch ein Weilchen. Dann da rein. So, da haben wir Crap drinne, sage ich jetzt einfach mal. Batterien leer, essen, trinken. Das dort rein, dann kommt hier unten weiteres Essen rein. So, Zucker hatten wir doch auch hier irgendwo. Komponenten, Salz. Jetzt muss ich erstmal gucken. Equipment, den rüsten wir gleich aus. So, hier ist Zucker. Hier sind die Streichhölzer. So, hier war Stoff. Hier waren die Komponenten und der Metallschrott. Und Holz war hier hinten. Ja, ich dehydriere. Da war das hier drin. So, das hat sich ja vollends gelohnt heute hier. Wir haben ein Banditenlager hops genommen. Das gefällt mir. Wenn ihr mehr solcher Sachen sehen wollt, dass ich sowas mache, schaut zur nächsten Folge rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.